Waldrand gesehen zu haben. Seitdem halte ich nachts immer mindestens ein Auge offen. Ach so, man kann die ganze Kacke erst machen, wenn man bereits mit Lobert gesprochen hat. Na gut, schauen wir mal, vielleicht ist hier noch irgendwo was versteckt. Ja, sieh da, ein Lederbeutel, den ich nicht gesehen habe. Aber der Held hat ihn ja gesehen. Der namenlose Held. Was ist los? Wer hat dich denn eingeladen? Mach, dass du aus dem Haus kommst. Hier gibt's keine Almosen. Warum treibst du dich hier auf meinem Land rum? Für wen bist du? Für die aufständischen Bauern oder für den König? Tja, egal was man antwortet, es ist sowieso falsch, also... Und... Ach, hier... Anarchie für die Bauern. Für die Bauern. Ha! Ona, dieser verdammte Kriegstreiber bringt uns doch alle ins Grab. Was glaubst du, wie lange sich die Paladine das ansehen? Nach dem, was Ona sich geleistet hat, ist die ganze Stadt in Aufruhr. Was ist hier eigentlich los? Du weißt nicht, was los ist? Herr Junge, wo kommst du her? Wir befinden uns am Rande eines Bürgerkriegs. Bis jetzt haben alle Bauern die Abgaben an die Stadt als gerechten Tribut angesehen. Aber seit die Paladini in Korinis sind, kommen die Stadtwachen immer öfter und sie holen nach und nach alles ab. Wenn das so weitergeht, haben wir bald selbst nichts mehr. Einige Bauern fangen an, sich aufzulehnen. Ona war der erste von ihnen. Erzähl mir mehr über diesen Ona. Ona ist der größte Bauer hier in der Gegend. Er hat sich von der Stadt losgesagt. Es heißt, er hat Söldner angeheuert, damit sie ihm die Stadtwache vom Hals halten. Kann sie nicht verübeln. Jedenfalls traut sich jetzt kein königlicher Soldat mehr auf seinen Hof. Was sind das für Söldner, die Ona angeheuert hat? Ich weiß nicht viel über die Kerle. Angeblich sollen viele von ihnen ehemalige Gefangene aus der Minenkolonie sein. Was man von denen zu halten hat, ist ja bekannt. Was ist mit dir? Für wen bist du? Bauern oder König? Ich bin zu nah an der Stadt, um wirklich eine Wahl zu haben. Aber ich bin ganz froh darüber. Ich wüsste nicht, wie ich mich entscheiden soll. Der König lässt uns ausbluten und Ona hetzt allen, die sich ihm nicht anschließen, seine Söldner auf den Hals. Deswegen sind die meisten anderen Bauern noch unentschlossen, aber... Auf kurz oder lang werden sie sich schon für eine Seite entscheiden müssen. Ich suche Arbeit. Einen weiteren Knecht kann ich nicht gebrauchen. Aber für einen Tagelöhner hätte ich schon was zu tun. Ich meine, du kannst mir ein bisschen auf dem Feld zur Hand gehen. Und es gibt auch sicher noch ein paar andere Dinge, die hier zu tun sind. Ich könnte dich mit Gold bezahlen oder dir ein paar gute Sachen zum Anziehen geben. Die Sachen sind eine Menge wert. Ich kann sie dir nicht umsonst geben, aber ich kann sie dir billiger verkaufen, wenn du für mich arbeitest. So wie du rumläufst, solltest du die Klamotten nehmen. Wie auch immer. Das kleine Rübenfeld neben der Scheune muss abgeerntet werden. Na gut. Dann beeil dich ein bisschen, bevor ich es mir anders überlege. Hier hast du deine Rüben. Du bist ja doch zu was zu gebrauchen. Bring sie zu meiner Frau ins Haus, sie soll sie kochen. Was ist mit meinem Lohn? Ich kann dir 5 Goldstücke geben. Oder die Klamotten billiger verkaufen. Was soll sein? Mach mir einen besseren Preis für die Klamotten. Gut, ich werde sie dir für 10 Goldstücke weniger geben. Hast du sonst noch was für mich zu tun? Ich nicht. Aber du kannst meine Frau fragen oder die Jungs auf den Feldern. Vielleicht brauchen die Hilfe. Hey, du. Ich habe hier ein paar Rüben für dich. Gut. Das sollte reichen, um die Kerle zu mästen. Wo du schon mal hier bist. Ich habe einen fahrenden Händler gesehen, der vor ein paar Minuten hier vorbeigekommen ist.
Ich glaube, er hat auf dem Weg zur Stadt Halt gemacht. Geh zu ihm und sieh nach, ob er eine brauchbare Pfanne für mich hat. Gib mir das Gold und ich gehe für dich zum Händler. Meinst du, ich kann dir trauen? Dass du mir das Geld ja nicht versäufst, hörst du? Hier ist deine Pfanne. Gut, dann wollen wir mal sehen, ob sie auch was taugt. Hast du was zu essen für mich? Hier, nimm. Bist ein guter Kerl. Gut. Was wir auch mal machen können ist, das ganze rohe Fleisch, das wir gefunden haben, verarbeiten zu gebratenem Fleisch. Wie gesagt, anfangs kein Geld, Heiltränke sparen und so weiter. Es empfiehlt sich auch, die Kleidung zu nehmen, weil Interim hat die Wahl, die Kleidung 5 Goldstücke, 10 Goldstücke günstiger zu machen oder 5 Goldstücke zu bekommen. Also da fällt die Entscheidung nicht wirklich schwer. So. Womit denn? So, das waren alle. Das kann man nicht lesen, soweit ich das in Erinnerung habe. Hey! Kann ich dir helfen? Ich suche Arbeit. Hast du denn Ahnung von Feldarbeit? Was gibt's denn da zu wissen? Ich sehe schon. Ich denke, wir kommen hier schon zurecht. Wenn du für Lobert als Tagelöhner arbeiten willst, kann ich dich nur warnen. Er bezahlt Leute wie dich echt miserabel. Er hat mir angeboten, mir günstig saubere Sachen zu verkaufen, wenn ich auf dem Hof helfe. Ich hab zwar nichts für dich zu tun, aber du kannst mir und den Jungs was zu trinken bringen. Hol mir eine Flasche Wein und ich werde Lobert erzählen, dass du uns eine echte Hilfe warst. Hier hast du deinen Wein. Ich frage besser nicht, wo du ihn her hast, was? Ist ja auch egal. Ich danke dir jedenfalls. Bitte, bitte. Lobert wird von mir nur das Beste über dich zu hören bekommen. Das Beste ist für mich gerade gut genug. Mallet hat er noch was zu sagen, nachdem ich den Wolf gekillt habe. Hey! Nee. Ich glaube, ich habe eh schon alles auf diesem Hof erledigt. Ich wüsste jetzt gar nicht, was ich noch machen müsste. Ich nicht. Okay, das hatten wir. Ich brauche vernünftige Kleidung. Ich kann dir saubere Landarbeiterkleidung geben. Kannst du sie denn bezahlen? Was kostet die Landarbeiterkleidung? Tja, mal sehen. Du hast für mich die Feldarbeit gemacht. Du bist meiner Frau zur Hand gekommen. Ja. Vino sagt, du warst ihm eine echte Hilfe. Ich meine, das will schon was heißen. Er hält sonst nichts von Tagelöhnern. Mallet sagt, du hast uns die Banditen vom Hals geschafft. Die Mistkerle haben uns eine Menge Ärger gemacht. Dank dir sind wir sie jetzt los. 30 Goldstücke. Billiger wird sie nicht. Ja, ich habe alles erledigt. Für 30 Goldstücke schlägt man zu. Gib mir die Arbeiterkleidung. In meinem Haus steht eine Truhe, da findest du saubere Sachen. Aber lass dir bloß nicht einfallen, noch was anderes zu nehmen, ohne zu fragen. Nie was anderes außer die Landarbeiterkleidung nehmen. Außer natürlich die 2 Goldmünzen, Käse und die 2 Äpfel. Das ist aber ein Sonderfall. Ah. Gut. Ja, ich glaube, hier sitzen nur Bauern oder Knechte rum. Was mich eben interessiert. Hier waren keine Pflanzen. Nö.
Oh, fuck, er lebt noch. Das ist dieser starke Feldräuber. Da gibt auch irgendwie 10 Erfahrungspunkte mehr wie die anderen, obwohl es auch ein Junge ist. Und das ist scheiße. Deswegen werde ich wahrscheinlich bei dem 2 Pfeile raushauen. Super, funktioniert ja bestens. Ich könnte theoretisch zu Kavalorn gehen. Einhand auf nicht zu holen. Anfänger machen. Nicht zu holen. So muss das. So, Feldknöterich. Ja, bei diesen, wie heißen die? Stonehenge. Dingern sollte man immer besonders gründlich schauen. Hier liegen normalerweise immer sehr viele Pflanzen rum. In diesem Fall nicht. Hier sind auch oft gute Pflanzen, wie zum Beispiel Kronstöckel oder so gibt es da auch. Kronstöckel ist eine Grundzutat, die man braucht, um mächtige Tränke zu brauen, wie zum Beispiel Geschicklichkeitstränke oder Stärketränke oder Lebenstränke, die die Lebensenergie dauerhaft erhöhen. So, hier drin gibt es irgendwo auch noch was, was ich unbedingt brauche. Nur wo? Ich glaube da oben. Ja. 2 Goblinbären. Die 2. Heilwurzel, halt 30 Lebenspunkte. Heilpflanze 10, Heilkraut 20 und Heilwurzel 30. Ist das jetzt kein starker, sondern auch ein junger? Ja, ein junger, das passt. Ja, ich habe schon sehr lange kein Gothic mehr gespielt. Man merkt vielleicht, dass ich aus der Übung bin. Mein letztes großes RPG war Fable und Skyrim. Da war das etwas leichter vom Kampfsystem her. Beziehungsweise viel einfacher. Oh, das sind Riesenratten und keine Jungen. Da sollte man sich fernhalten. Die machen einen nämlich kalt. Wie viele Pfeile habe ich noch? 7. Okay, das geht ja noch. So, Greg wird mir wahrscheinlich die Viecher jetzt gleich wegkillen. Da ist wieder eins von diesen Drecks. Ein Mistvieh weniger. Nichts zu plündern. Das habe ich auch noch nie geschafft. Dass ich beide Wölfe gekillt habe. Wow. Oh, das hat aber 4 Pfeile gekostet. Arr. Meine guten Pfeile. Ist das ein Junge? Ich glaube schon. Jo.